Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es wieder einen Produkttest. Und zwar teste ich Produkte aus der Reihe Strong Fitness Cosmetics. Wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Strong Fitness Cosmetics, das ist eine Gründerin, die, ich glaube, bei der Höhle des Löwen einen Auftritt hatte und ihre Produkte vorgestellt hat. Wie das Ganze ausgefallen ist, weiß ich leider nicht. Aber der Hintergrund dieser ganzen Linie ist einfach der, dass, dass man ein Make-up zur Hand hat, welches quasi den ganzen Tag halten soll, einen langen Arbeitstag und auch die Möglichkeit gibt, nach der Arbeit direkt zum Sport zu gehen, ohne sich abzuschminken. Es ist ja so, dass man beim Sport schwitzt und ja, wenn man Make-up drauf hat, Eyeliner, Kajal, dann passiert es natürlich schnell, dass alles verschmiert und zerfließt. Und das wollte die Gründerin mit diesem Make-up hier verhindern und hat also quasi diese Linie erfunden. Und ich werde es so handhaben, dass ich diese Produkte zusammen mit euch auftrage. Dann werde ich mich direkt an mein Krafttraining ranmachen hier zu Hause. Und zwar aus dem Programm Size Zero mit Julian Zietlow oder von Julian Zietlow. Und dann gehe ich anschließend mit meinem Hund joggen, denn es ist wunderschönes Wetter draußen und es ist quasi auch eine Gelegenheit, mal rauszukommen. Fangen wir an mit dem Make-up. Und zwar habe ich mich für die Farbe 020 Honey entschieden. Es gibt 7 Farbvarianten und zwischen 2 Farbvarianten habe ich geschwankt, zwischen der hellsten Variante und dieser. Das ist nämlich die... Das ist nämlich die zweithellste Variante in der Farbpalette und das kommt in so einer Tube. Die Tube ist hier oben versiegelt und dann werde ich mir das Make-up auf meinen Handrücken herausdrücken. Auf jeden Fall, es ist eine gute Mischung, nicht zu flüssig, nicht zu fest. Finde ich optimal und ich bin mal gespannt, weil die Farbe doch ziemlich von meiner Hautfarbe abweicht. Dann tragen wir das jetzt einfach mal auf. Also die Farbe finde ich ganz okay. Also ich habe jetzt wirklich damit gerechnet, dass die Farbe ziemlich dunkel ausfällt. So, ich gehe jetzt mal auf die andere Seite. Ach, ich wollte ja auch noch was sehen. Ich glaube, das bisschen, was ich gerade auf dem Handrücken gehabt habe, reicht gerade mal so aus für mein Gesicht. Ich brauche noch was für die Stirn. So, dann gehe ich noch mal mit meinem Beauty Blender und verblende das Ganze. Beauty Blender, Wheel Techniques Eye. Und verblende das Ganze. Tupfe das in die Haut ein. Wow. Also, ich muss sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden. Absolut. Absolut. hätte ich jetzt nicht gedacht, weil ich einfach nicht wusste, was mich erwartet mit diesem Make-up. Der Auftrag war super schön, super einfach. Ich glaube, das Ei hätte ich gar nicht gebraucht. Super gleichmäßig, der Hautton passt. Und es sieht wirklich recht ebenmäßig aus, finde ich. Also es hat eigentlich ganz gut alles abgedeckt, alle Rötungen. Ja, Deckkraft, mittlere Deckkraft würde ich sagen. Ja, mittlere Deckkraft, vielleicht ein bisschen besser sogar. Ja, und hier habe ich durch die trockene Luft so ein bisschen Hautfetzen, die ich nicht wegbekomme. Auch nicht mit einem Peeling, aber so im Spiegel sieht es richtig, richtig toll aus. Ich weiß nicht, es kommt eigentlich nie so richtig rüber in der Kamera.
wie es in Wirklichkeit ist. Aber ich kann sagen, es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Hautbild. Ja, die Frage ist jetzt, ob das Ganze noch ein bisschen nachdunkeln wird. Ich werde jetzt nicht mit dem Puder drüber gehen, weil ich finde, das ist nicht nötig. Es hat ein mattes Finish und natürliches Finish, finde ich. Es fühlt sich allerdings so ein bisschen trocken an. Man merkt schon, dass man ein Make-up drauf hat. Es ist nicht unangenehm wie bei manchen Make-ups, da fühlt es sich einfach an wie eine Maske. Aber hier habe ich ein richtig gutes Gefühl. Ich schreibe euch übrigens alle Informationen unten in die Infobox, verlinke euch die Seite und die Preise stehen dann auch unten. Ja, damit ich nicht so tot aussehe um die Augen herum, werde ich so ein bisschen Lidschatten auftragen, also nicht viel. Ich würde sagen, von der Catrice Palette, von der neuen Catrice Palette, verlinke ich euch unten in der Infobox die Review, die ich dazu gemacht habe, nehme ich einfach die Farbe Instinct. Nee, oder? Welche soll ich nehmen? Instinct? Ich glaube, ich mische zwei Farben. Und zwar finde ich die Farbe sehr schön, die Love und dann hier Instinct. Mal gucken, was dabei rauskommt. Und dann trage ich das einfach auf mein bewegliches Augenlid auf und so ein bisschen, und verblende das Ganze ein bisschen. Ja, das ist wohl eine sehr schöne Farbe geworden. Gefällt mir ganz gut. Und das blende ich jetzt so ein bisschen durch, aus. Verblenden. Richtige Wortwahl. Verblenden. Das verblende ich jetzt. Ich verblende die Kanten oben. Und natürlich mache ich mir noch meine Augenbrauen. Dazu benutze ich den semi-permanenten Augenbrauenstift von Essence. Genau, Eyebrow Pen. The Eyebrow Pen. Und zwar ist das ein Stift, der hat so eine Art Zacken hier oben und dort werden die, dann werden damit die Striche hier oben auf den Augenbrauen gestrichelt. Sorry, mein Deutsch ist heute nicht so gut. Ja, ich glaube, das reicht für den Sport und für die Arbeit. Sieht das Ganze eigentlich ganz, ganz gut aus. Ganz natürlich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Quarantäne, die Selbstquarantäne wichtig, aber so langsam merke ich schon in der zweiten Woche oder Ende der zweiten Woche, gehen einem die Ideen aus und man möchte dann doch gerne was mit den Kindern unternehmen. Aber gut, man muss einfach sagen, dass sind ja keine Ferien. Ne? Dann kommen wir jetzt zum Eyeliner. Und zwar kommt der Eyeliner in so einer kleinen Tube. Da sind 3 ml drin und es ist ein Pinsel-Eyeliner. Der lässt sich wirklich sehr, sehr gut auftragen. Die Farbe ist satt schwarz. Gefällt mir wirklich sehr gut. Man muss nur aufpassen, wenn man Schlupflider hat, dass man hier das Ganze trocknen lässt, damit man hier das Ganze nicht hier oben abstempelt. Jo, ich bin bis jetzt sehr zufrieden. Die Frage ist nur, ob das wirklich den Sport und das Schwitzen aushält. Jetzt kommen wir zu der Mascara. Und zwar sind da 12 ml drin. Und das Bürstchen ist ziemlich groß, muss ich sagen. Ja, ziemlich groß. Oh mein Gott. Ist wirklich sehr groß im Vergleich zu anderen Mascaras. Und es ist gebogen. Es ist gebogen. Ich denke mal, das soll dann einen Schwung verleihen. So, einmal den Spiegel zur Hand nehmen. Oh nein, was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Erstmal das Ganze trocknen lassen und bevor man irgendetwas mit seinen Augen macht, wenn man Schlupflider hat.
Das Blöde ist, man kriegt das dann auch nicht so richtig ab, weil es ist ja langlebig. Ah, machen wir weiter mit der Mascara. Also die Mascara, wie gesagt, hat ein großes Bürstchen und es ist fast so groß wie mein Auge. Seht ihr das? Ja, und dann trage ich die Mascara auf. Ja, die Mascara-Fehler lassen sich ganz schnell beheben. Fehler, damit meine ich, wenn man aus Versehen hier oben dran kommt. Also mit dem großen Bürstchen, da muss man wirklich aufpassen, dass man da jetzt nicht irgendwo anders dran kommt. Ihr habt ja gesehen, das Bürstchen ist fast genauso groß wie mein komplettes Auge, mein kompletter oberer Wimpernkranz. Und ja, das Ergebnis ist natürlich, das Ergebnis ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagen könnte, wow, es zaubert Volumen, es zaubert Länge. Aber ich finde im Vergleich oder in Kombination mit dem Eyeliner und der Wimperntusche finde ich diese Kombination, dass die ja einfach ein Volumen optisch herbeizaubert irgendwie. Dann habe ich hier noch einen Lipstain in der Farbe Cozy Shine. Und Lipstains, sie sollen ja sehr lange anhaltend sein. Da bin ich mal gespannt. Ja, es ist wie ein Lipgloss. Zaubert einen schönen Glanz. Ja, also ja, die Farbe ist eher ein Nudeton. Ne? Also viel von der Farbe sieht man jetzt nicht. Aber es ist so ein schöner farbiger Glanz, würde ich sagen. Es gibt ja auch verschiedene Varianten. Es gibt Lippenstiftfarben und Lippenstiftglosse. Ja, vielleicht, wenn man es etwas farbiger haben möchte, dann sollte man sich vielleicht für einen anderen entscheiden. Aber ich finde, der ist ganz gut geeignet, sieht gepflegt aus, ist auch nicht klebrig. Das Gefühl ist gut, es fühlt sich sehr gepflegt an. Und ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ich muss sagen, also mein erster Eindruck ist wirklich sehr, sehr gut. Das Make-up sieht ganz, ganz toll aus, wenn ich mich jetzt im Spiegel anschaue. Eyeliner sieht super aus, das Gesamtbild finde ich sehr gut. Ne? Also natürlich, aber doch aussagekräftig. Und ja, jetzt geht es nämlich an die Haltbarkeit. Und dafür werde ich mich jetzt umziehen und meine Sportklamotten anziehen und dann einfach mal losgehen mit dem, oder losmachen, loslegen mit dem Krafttraining. So, ich habe übrigens meine Haare gekürzt. Ist relativ gut kurz geworden im Vergleich zu vorher, aber ich finde es ganz schön. Ja, dann würde ich mich gleich oder später bei euch zurückmelden. Bis dann. So, es sind jetzt mittlerweile 7 Stunden vergangen und jetzt schauen wir uns das Ergebnis an. Ich komme ein bisschen näher ran. Ja, das Make-up hat sehr, sehr gut gehalten, muss ich sagen. Und klar, im Laufe der Zeit trägt sich das alles ab. Aber es hat gut gehalten und das Einzige, was halt nicht so gut gehalten hat, ist der Eyeliner. Also hier sieht man, dass die Farbe hier so ein bisschen runterläuft und hier unten, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, das kommt von der Wimperntusche. Aber man muss einfach dazu sagen, dass es sind 7 Stunden vergangen, es ist eine lange Zeit und dafür hat es eigentlich sehr, sehr gut gehalten, finde ich. Das Gefühl auf der Haut war ganz okay. Am Anfang war es mir dann doch etwas
recht matt. Ja, recht matt. Nach ungefähr einer Stunde hat sich das Make-up so ein bisschen der Haut angepasst, hat nicht mehr gemerkt. Also ich bin so über die Haut gegangen und die Haut war weich. Also es hat sich quasi mit der Haut verbunden und das Gefühl war auf jeden Fall nach ungefähr einer Stunde besser als am Anfang. Was ich allerdings dazu sagen muss, ist, dass ich es nicht für trockene Hauttypen empfehlen würde, weil es einfach zu matt ist. Ja, das ist so konzipiert, dass man auch das Make-up auch dem Schwitzen standhält, aber trotzdem würde ich es trockenen Häutchen nicht empfehlen. Der Lipstain, der ist ganz abgegangen. Also es war für mich mehr ein Gloss, der allerdings auch die Haut sehr, sehr gut gepflegt hat. Das Gefühl war pflegend und recht angenehm, aber ich kann jetzt nicht beurteilen, wie es gewesen wäre, wenn es sich um einen farbigen Lipstain gehandelt hätte. Von daher, ich glaube, den Lipstain würde ich eher nicht kaufen für dieses Geld, aber den Rest finde ich ganz okay. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Däumchen nach oben, abonniert diesen Kanal, wenn ihr Lust dazu habt, und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.